Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Beim letzten Mal haben wir begonnen, hier in der Anfangsstadt Alabastia, und haben eigentlich die ganze Folge lang nur Scheiße gemacht und gelabert. Ich habe ein bisschen drüber geredet, zum Beispiel, was für Teamplanung ich schon habe, und die Teamplanung offscreen komplett über den Haufen geworfen. Das Spiel ist so einfach, ich habe mir irgendwann die letzten Tage gedacht, warte, kann man, wie kann man auf die Boxen zugreifen hier? Ich habe mir dann an irgendeinem Punkt einfach gedacht, weißt du was, das Spiel ist einfach genug, dass ich es nur mit Evoli durchspiele, fuck it. Und ja, wir spielen das Spiel jetzt mit Only Eevee durch, weil wir es können. Es wird toll. Kenn ich dich? Oh, Günther Lohl. Lohl. Wenn Evoli so auf dir sitzt, liegt ihr schon... Ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Okay, Klamotten, yay. Wenn du deinem Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Hm? Schlägerei. Ich wollte das eigentlich nicht machen, aber... Okay, das können wir. Oh mein... Hilfe, da hinten ist der Joy-Con gerade explodiert. Ich schlag dich! Hier, Schelle! Schelle! Ich geb dir eine Schelle! Ich geb dir den Schellen. Gut, reicht dann auch. Ja! Haha, friss. Und jetzt? Sag mal, muss ich dir das Scheißteil so hinhalten, damit du es frisst? So, bist du dann zufrieden? Kann ich jetzt... Danke. Da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als wird Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Das ist schön. Weiter. Also, ich glaube nicht. Ich werde schon Pokémon fangen... Aber halt direkt aus dem Team rausnehmen. Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also kauf mal. Oh, guck mal, Werbegeschenk. So, was ein Trank ist, weiß ich. Was ein Taubsi ist auch. Fun Fact. Alles klar. Ich merke jetzt schon, mit der Steuerung werde ich mich nicht so schnell anfreunden. Ja, danke. Der Vorfall hat voll gut lassen, so hat er mal einen Lauf, das Lauf geht sich im zweiten Moment in der Luft. Toll. Es ist ranzig hier, weil die Bewegungssteuerung reagiert wie ein Haufen Scheiße. Man hat das vielleicht auch gesehen, irgendwie vorhin bei dem Screen mit dem Spielen, wie im Hintergrund der Joy-Con halb explodiert ist. Ja, weil das Wunder toll ist. So, Taubsi 2 raus. Also es kann sein, dass ich mal vergesse, ein Pokémon aus dem Team zu nehmen, aber dann benutze ich es nicht. Ja, lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. So, und du willst jetzt eine Schlägerei. Der will eine Schlägerei. Das heißt, es wird Zeit, kleine Kinder zu verprügeln. Wunderbar. Ich glaube, ein Evoli ist stärker. Wow, sogar Level 3. Krass. Können wir das one-hitten? Stimmt, ich brauche dafür ein Pflanzenmon, oder?
Alter, geil. Weil das Spiel wirklich so easy ist, dass es einem noch sagt. Okay, aber andererseits muss man auch sagen, das stimmt. Die erste Arena könnte gleich eine der schwersten werden. Hey, du schneidest über beide Ohren, Günther Lohl. Was ist denn los? Hast du einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Opfer! Ach übrigens, so ein Kampf ist schon mies, aber da kannst du sie heilen. Es dauert nicht lang und kostet gar nichts. Steuereinnahmen for the win. Steuereinnahmen for the win! So, wir haben die Heilung gerade sehr nötig. Alternativ gehe ich einfach mal am Pokémon Center vorbei und zeige euch, wie die Scheiße in dem Game aussieht. Beides möglich. Mann, hab ich viele Team-Pokémon. Ach, übrigens, ich denke, dass ich mich so entschieden habe, klärt auch die Frage bezüglich der Meistertrainer, die es am Ende des Spiels gibt. Wie viele wissen, von denen man für einen Geheimkampf 6 besiegen muss? Nein. Ich glaube mir einfach, das Pokémon hier, dann passt's. In Vertania gab es eine Pokémon-Arena. Bin ich dumm? Ja, das ist die letzte. Aha. Gönnt euch. Wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Mir wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich bezweifle, dass dein Myraplan in irgendeiner Form schwer ist. Die will mir zeigen, wie man Pokémon hinter sich herlaufen lassen kann. Sad nur, dass ich keine anderen Pokémon hab, ne? Knuffenser. Ja. Hoffen wir, dass es nicht zu lang dauert. Die Schatten sind immer noch EU. Jawohl, so soll das doch. Du hast kein Recht auszubrechen. Danke. Jetzt ist ein Knuffenser auf Route 2. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht das Recht hat. So, Level 7 für Eevee. Ja, Pokédex-Eintrag für Knuffenser, lol. Und auch du verpisst dich ganz schnell. Erst Y drücken, bevor ich es abschieben kann. Also es wird ein sehr innovativer Run mit vielen verschiedenen Pokémon und Taktiken. Ich spring mal auf die Ratte drauf. Warum kam das jetzt aus dem Hintergrund angelaufen? Oh, guck mal, wie gut ich bin! Ja gut, ist drin. Gibt auch mehr Erfahrungspunkte, wenn man das so fängt, als wenn man es scheiße macht. Ihr seht, neues Pokémon, fabelhafter Wurf mit einem Wurf, Wurftechnik. Gibt alles bis in Bonus und ein halbes Level. Für ein Pokémon. Und ich drücke immer den Plus-Knopf, um ins Menü zu kommen. Dabei ist der falsch. Also, wir könnten jetzt schon fast ein vollständiges Team haben. Aber nö. Wir gehen weiter. Stimmt, wir haben jetzt ja auch einen Knuffenser gefangen. Heißt, wir haben einen Pflanzen-Pokémon dabei. Wenn die das in der Arena sehen wollen, nehmen wir es halt kurz ins Team. Dann haben wir das auch schon geklärt. Ursprünglich wollte ich hier schon mein zweites Teammitglied fangen, aber... Planänderung. Und wir brauchen ein Safcon. Ein winziges Safcon. So, wenn das Spiel hier das schon sagt, haha, guck mal, friss du Scheißhaufen! Mann, bin ich gut. Ich werde Competitive Let's Go Eevee-Spieler. Kann man in dem Spiel Online-Kämpfe machen? Ich glaube nicht, oder? Naja. 80 Punkte. Und Online-Funktion ist falsch ausgedrückt.
Ich mein... Ach, man kann sogar mit Freunden spielen. Krass. Ach, und online? Okay, wahrscheinlich nur über die Friendlist, aber... Gut, das Safcon hat einiges an Erfahrung gebracht. Das ist gut. So, und jetzt verpiss dich. Weiter geht's und... Ja. Käfersammler, ich bezweifle, dass das Raupi da ein großes Problem wird. Ich rechne stark damit, dass wir hier im Wald auch zum ersten Mal One-Hit landen werden. Was ein bisschen früh im Game ist, aber so ist dieses Spiel. Oh, guck mal. Ein One-Hit. Wer hätte denn das nur erahnen können? Können wir aber auch drüber reden, dass dieses Pokémon gerade nicht mal ein Achtel der Erfahrung von einem Safcon fangen gegeben hat? Ja, also, falls ihr doch bereut, Let's Go Evoli geholt zu haben, hier gibt's Pikachu, Evoli müsst ihr trotzdem mitschleppen, aber wenn ihr bereut, euch Evoli statt Pikachu geholt zu haben, dann könnt ihr euch sowieso verpissen. So, bleibt das Scheißviech drin? Ja, bleibt es, sonst wird es fast klar. Stimmt, wird's ja so auch. An 18 Erfahrungspunkte. Warum bist du so wertlos, Pikachu? Warum bist du so wertlos? Bevor wir das Ding wegräumen, auch das Kokuna, das wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung bringt. Mann, ich bin so gut. Bisher denken die Dinger auch noch nicht dran, aus einem Ball rauszukommen. So. Gibt ein bisschen mehr, ja, Pikachu. Gönn dir dein eines Level, bevor du den Rest deiner kümmerlichen Existenz auf meinem Computer verbringst. Gönn dir. Und jetzt verpiss dich. Und für dich gilt dasselbe. Ich glaube, der Run wird wirklich interessant. Und irgendwie auch nicht. Also die meisten Teile des Runs werden fucking langweilig, weil Evoli komplett overleveln wird und alles auseinanderpflücken. Und vielleicht dann so in der Liga könnte es spannend werden. Ja, ich brauche auf jeden Fall AP-Items für die Liga, das ist klar. Wow, es bricht manns aus. Das Kokuna war 3 Level niedriger. Und ja, das ergibt natürlich Sinn, dass das Kokuna Level 3 war und das Hornliu Level 6. Weiter. Ich geb's aber auch langsam auf, dir zu erklären, dass du entweder laut genug reden sollst oder gar nicht. Weil lernen tust es nicht mehr anscheinend. So. Es war zwar Level 6 und wir hatten Level 9 Pokémon im Team und nice, aber ja. Guck mal. Ein krasser Trainer. Warum glaube ich, wir one-hitten jetzt wieder etwas? Oh, ein Hornliu, das wahrscheinlich Level 3 ist. Was eine Challenge. Wir sind in Folge 2 und die Trainer können uns absolut nichts mehr und wir one-shotten alles. Willkommen in Pokémon Let's Go Eevee zur Eevee-Only-Challenge. Ach stimmt, die Trainer geben einem ja Pokebälle in dem Game. Die Viecher sind alle wertlos. So, nochmal 5 Pokebälle. Ich komme hier zu dir rüber.
Ein fettes Taubsi, das können wir dann nämlich heute Mittag essen. Das war geplant, ich habe nicht eine Sekunde früher geschwungen, aber Bewegungssteuerung, gobrrr. Ich hab's mit Skill gefangen. 36 Erfahrungspunkte geht doch voll klar. Das einzig Nervige ist halt wirklich, dass ich jedes Mal die Viecher direkt aus dem Team nehmen muss und man ja fangen muss, um von wilden Pokémon Erfahrung zu bekommen in dem Game. Ganz schnell ausweichen. Ach, du willst auch auf die Schnauze? Sie fragt, ob ich ein großes Pikachu dabei habe. Nein. Dann müssen wir dir wohl auf die Fresse schlagen stattdessen. Ist doch auch ein gutes Angebot. Oh mein Gott, sogar Level 4. Was machen wir denn jetzt nur? Ich würde sagen, es one-shotten. Wir haben gewonnen, Leute. Spannendes Let's Play.mp5. Die 5 kommt daher. Keine Ahnung. Mein IQ. Weiter. Ich habe kein Pokémon gefangen. Ich habe einen Trainer zusammengeschlagen. Ich verwirre mich jetzt schon selber. Das kann ja nur gut werden. Hier liegt noch ein Pokéball. Mit 3 Bären. Und du willst nicht zusammengeschlagen werden. Schade. Die Jugend von heute nicht mal mehr zusammengeschlagen werden wollen, die. Gut. Nachdem wir wieder gute Werte vermittelt haben, Raupi. Ich bin einfach der Krasseste. Komm nicht raus, sonst gibt's eine Schelle. Brav. Seht ihr? Das Ding bekommt keine Schelle. Wir sind fast auf Level 10. Darf ich anmerken, dass sie uns in die zweite Arena, in die zweite, nur reinlassen, wenn wir ein Level 15 oder höher Pokémon haben. Das schaffen wir bis zur ersten, wenn wir so weitermachen. Ich glaube aber wirklich, die erste Arena wird die schwerste, allein weil wir einfach nur, weil wir nur Normalattacken haben. Wenn man das Arena 2 kann, Level 3. Die erste Arena wird einfach nur die schwerste, weil wir nur Normalattacken haben und ja, Gesteinsarena. Und es wird wahrscheinlich trotzdem easy. Versteht ihr, weil easy, Eevee, ha! Oh, wir bekommen eine Kampfattacke. Wow! Hab ich gesagt? Ich sehe gerade, wir haben auch ein. Warte. Ich überleg gerade. War die rote. Der rote Wert ist der steigt, oder? Ja! Das heißt, wir haben auch noch ein Angriffspluswesen. So, wieder zurück zum Thema. Die erste Arena wird wahrscheinlich eine der einfachsten, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Immerhin haben wir eine Kampfattacke und das ist eine Gesteinsarena. Ey, Digga. Gerade wenn ich denke, es könnte mal was anspruchsvoll werden, sagt das Spiel, fick dich. Oh. Hier drüben stand noch wer. Ich glaube, selbst dann nicht. Also, nächster Trainer. Nidoran. Da haben wir jetzt nichts Krasses gegen. Ist... Ja, okay, naja. Ich schätze einfach mal. Haha, Step-Bonus-Gobr. Mann, die Gegner sind so schwer bisher. Ich weiß wirklich nicht, wie wir dieses Spiel schaffen sollen. Ich habe langsam die Befürchtung, dass die Eevee-Only-Challenge einfacher wird als ein normales Playthrough.
Weil der Starter einfach so verdammt OP ist. Ja, weil Evoli ja noch Spezialattacken von gefühlt jedem Typen bekommt, ne? Also in der ersten Generation, schätze ich mal. Nein, in allen Generationen. Was? Das Ding kann auch Fee und nicht Psycho, Pflanze und Eis als Spezialattacke erhalten. Ernsthaft? Das Ding kann wirklich jeden Typ... Oh Gott. Ja, Mann, wird dieses Spiel schwer, vor allem was ich dann gerade überlege, wenn wir dann in die Liga gehen, dann können wir die Liga ja auch damit komplett umbringen. Wir nehmen uns dann einfach ins Moveset 4 Attacken mit, die jeweils auf ein Top-4-Mitglied angepasst sind. Du hast geschätzt. Ich will zu mich verarschen. Es wurde mir nicht mal gesagt, dass sich das Menü öffnet, wenn man schüttelt. Aber danke, Spiel. Ich will... Danke? Ich will diesen Trank. Den brauchen wir ganz bestimmt, wenn wir jeden Gegner outspeeden und one-shotten. Oh, guck mal. Großes Safcon. Das hat gerade viel Erfahrung gegeben, deswegen... Woll, komm her, du fettes Scheißvieh. Ich glaube nicht, dass das drin bleibt. Oh, es bleibt drin, Leute. Spaß und Spannung. Gibt aber nicht im Ansatz so viel Erfahrung wie das letzte. Und kann gleich wieder weg. Wie eine Pokémon-Challenge in dem Spiel aussehen wird. Langweilig. Dann wäre das Eevee wenigstens nicht so hochleveln. Tja. Also, nächster Trainer. Ich habe schon eine gute Strategie gegen den. Wir drücken eine Attacke und One-Shottens. Klingt nach einem Plan, meint ihr nicht? Es ist ein Flug-Pokémon, also drücken wir Tackle und One-Shotten es. Level 4, wie sollen wir das schaffen? Okay, jetzt gucken. Ich bin einfach ein Strategie-Genie, Leute. Ich bin einfach der beste Pokémon-Spieler. Nein, ich hab keinen Volltreffer gelandet, du Stück Scheiße. Ich one-shotte deine Bullshit-Viecher auch ohne. Hui, bissel, zack, durchlaufen. Knuffenser. Würde ich nur ver... Übrigens kann man hier auch als Rare-Spawn Bisasam erhalten, was das geplante Team-Pokémon ursprünglich war. Aber, ja, wozu denn? Wozu denn, ne? Oh, guck mal, Safcon, es wird Härtner drücken wollen. Da müssen wir jetzt ja aufpassen. Es ist Level 3. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich bin... Ja, das brauchen wir, danke. Ich bin einfach so gut. Level 11 schaffen wir vor der Arena vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Rivalen-Battle oder so kommt. Weil ansonsten sind wir jetzt direkt in der Arena so ziemlich. Die wir, denke ich, heute auch noch machen würden. Allein schon... Oh, hier ist noch eine Route, lol. Oder nee, das ist das Ende der letzten Route. Ah, du kommst hier rufen. Ja. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Günther Lohl? Nee, habe ich noch nie von geredet. Was meinst du? Da kann man gegen einen superstarken Trainer antreten. Ich bezweifel's. Gegen Arena-Leiter zu kämpfen ist kein Zuckerschlag. Ich bezweifel's. Aber wenn wir stärker werden wollen, ja... Schau mal, Eevee wird den Keck sowieso sweepen. LOL. Fresst. Ja. Ich hab mir ein bisschen Preisgeld angespart. Ich bin rich, Digga. Also, bringt ihn um.
Das werden wir wortwörtlich. Zeit für einen gemütlichen kleinen Genozid, Leute! Pokémon Night. Der Hauptcharakter bekommt fast alles von jedem, aber gibt nie was zurück. Weiter drüben. Wir wollen heute noch Genozide begehen, so. Und ihr merkt vielleicht, ich werde auch nicht mit jedem NPC in dem Game sprechen, haben wir schon vorher ein bisschen festgestellt. Wer braucht Items? Wir wollen jetzt heute noch schnell die Arena machen. Damit der nicht rumheult gleich mal. Ich trainiere mit Leidenschaft Pflanzen-Pokémon. Ich bin ganz krass. Ich habe mich prima vorbereitet auf diese Arena. Guck mal. Hier. Mein Pflanzen-Pokémon. Die haben alle Spaß. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arenaleiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Mamoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu... Halt dein Maul. Nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Also, zeig mir eins. Oh, guck mal. Wunderprech, schönes Wort. Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena versuchen. Ja, das ist schön. Knuffenser, fick dich. Anzumerken. Er sagte gerade eben, es gibt nur Trainer rein, die sich mit der Wechselwirkung von Typen auskennen, und dann fragt er einen persönlich, welche Typen man braucht. Ja klar, hä? Makes sense to me. Gut, ich bin hier reingekommen mit meinem krassen Pflanzen-Pokémon. Also, kämpf gegen mein krasses Pflanzen-Pokémon. Das sieht nur nicht so aus, als wär's eins. So, Gesteinsarena. Die würde jetzt definitiv sehr schwer sein, wenn wir nicht gerade noch Doppelkick erlernt hätten. Guck mal, wir one-hitten es. Aber wenn wir das Viech knapp one-hitten, kann es sein, dass wir beim Arenaleiter nicht alles one-hitten können. Das wird unser wohl schwerster Kampf bisher nach dem allerersten Rivalenkampf. Es dauert noch Lichtjahre, bis ich dir ist klar, dass Lichtjahre keine Zeit ist, oder? Das ist definitiv nicht klar. Well... Vor allem, weil du so viel stärker bist als der Trainer gerade davor. Nicht mal dein Level ist höher. Treten wir es. Crit war nötig. Ja, also, es wird noch ewig dauern, bis wir gegen den Arenaleiter antreten können, bis wir dafür stark genug sind. Wir bekommen sogar noch Level 11 vor dem Kampf. Oh, noch einen schönen Bonus bei Angriff. Jawohl. Und guck mal, der Arenaleiter. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City. Ich kann nichts sehen. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Ja, Evoli tritt sie. Wie du dir jetzt schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf den Sieg schlecht sind. Nein! Nein! Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Also, die große Frage ist... Können wir zumindest sein erstes Pokémon one-hitten? Noch größere Frage. Ist das dein erster Trainer mit mehr als einem Pokémon in dem Game? Das ist keine Frage, weil das ist einfach ein Fakt. Oh mein Gott, das Ding ist auch auf 11! Das überrascht mich gerade ein bisschen. Ich dachte, der hätte nicht auf Level 11 die Viecher.
Ich meine, schwierig wird's wohl trotzdem nicht, aber wir können schon Kleinstein nicht one-hitten. Also, der Kampf könnte tatsächlich gar nicht so easy werden. Ich habe wirklich sein Level unterschätzt. Aber Kleinstein mit zwei Hits tot. Dann kommen wir zu seinem Signature-Pokémon, nachdem wir uns noch ein bisschen Erfahrung gönnen. Onix. Level 12. Ja, also das sieht man ja schon am Optischen, wer das eigentlich safe gewinnen muss. Tritt es. Warum sage ich immer tritt? Das heißt, wenn, dann tritt es. Das macht... Ja, drei Runden brauche ich. Ich bezweifle, dass er mir so viel Damage macht. Okay, also wir gewinnen das, aber gar nicht so eindeutig. Ja, das ist der letzte Hit, den du heute landen darfst. Du hättest mich fast auf die Hälfte der HP gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Dafür, dass meine Siegeschancen so schlecht stehen, standen die gar nicht so schlecht, würde ich behaupten. Er reicht nicht ganz für Level 12. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Ja! Da kann ich nicht viel zu sagen. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Yay! Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Das ist ja schön, weil ich plane, so viele davon mit ins Team zu nehmen. Und das hier ist auch noch für dich. Oh mein Gott, das kann Evoli, oder nicht? Oh nein, die Attacke ist doch so stark. Ich mach's aber. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin erhaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. Das ist Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Das bringen wir noch kurz bei, aber dann endet die heutige Folge. Und ja, Eevee ist noch nicht stark genug. 70 Stärke, eventuelles Zurückschrecken. Endlich sind wir stärker, das war nötig. So, wenn's euch dann gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Go Eevee wieder. Ich muss nur noch gucken, ob ich irgendwie das Logo von meinem Let's Play noch editen kann, lol. Bis zum nächsten Mal und ciao.